Genau, und willkommen zurück. Was heißt zurück? Willkommen zu einem komplett neuen Let's Play hier auf dem Kanal. Crystar. Ihr hattet ja abgestimmt und Crystar ist als Ergebnis dabei herausgekommen. Es war aber eine ziemlich knappe Sache. Alle hatten ungefähr gleich viele Stimmen. Crystar hatte eine Stimme mehr. Es sah ein bisschen so aus, als ob allen egal wäre, was von den drei Dingern kommt. Und einer hätte nur Crystar geguckt. Ich weiß auch, wer das ist. Ja, aber höchstwahrscheinlich hätte ich mich auch für Crystar entschieden, wenn es offen unentschieden zwischen den ganzen Dingern rausgelaufen wäre. Die Tatsache, dass ich hier einen Autosave habe, das ignorieren wir einfach mal. Ich habe das Spiel nämlich schon mal gespielt und den ersten Part schon mal aufgenommen, aber irgendwie hat OBS den Sound nicht aufgenommen und jetzt bin ich hier und darf alles nochmal von vorne machen. Ist aber nicht so viel, was ich bis jetzt gespielt habe, deswegen kann ich das auch einfach nochmal von vorne machen. Ich verstehe auch nicht, was das Problem ist, weil ich habe das danach einfach nochmal gemacht und aufgenommen testweise, jetzt ohne Stimme und alles. Und dann war das irgendwie trotzdem der ganze Sound und so da. Und er ist jetzt auch da und es wird mir auch ein Ausschlag da angezeigt. Also jetzt kein Hautausschlag, sondern hier so Ausschlag vom Sound her, ne? So ein Pegelausschlag wird mir da angezeigt. Wir starten jetzt einfach mal los. Ich habe schon viel zu lange geredet und ihr möchtet eigentlich nur das Spiel sehen und euch nicht mein dummes Gelaber anhören darüber, was alles falsch gelaufen ist. Weil sowas machen eigentlich nur Amateure, die gerade erst mit Let's Plays angefangen haben. Start. Bitte die Voice auf... die Voice. Wollen wir das auf Englisch oder auf Japanisch? Komm, wir machen das auf Japanisch. Wir haben ja noch englische Untertitel, ne? Ja. Loading. Loading? Das ist mir neu, dass es so lange lädt. Okay. Mada. 心は眠ったまま。いいわ。目が覚めるまでの間、少しだけ届かなくてもいい。私の願いよ。今日が不幸なのだとしても、明日が不幸なのだとしても、昨日も不幸だったのだとしても。 流した涙の分だけ、いえ、涙を流したからこそ、きっと、その先の未来には笑顔がある。優しい世界の法則なんて、どこにもないから。世界は空虚で、世の中は理不尽で。でも、だけど、 だからこそ、意志を持つあなたが、涙に意味を与えなければ、味わった悲しみや苦痛に意味を与えてあげなければ、不公平だから、報われないから、何よりも、流した涙を糧として笑う、あなたの未来は、 Aha. Also wenn ich so doll lache, dass ich weinen muss, dann tut das echt weh. Kennt ihr das? Also es ist... Das fühlt sich an wie ein Krampf. Ich habe schon öfter gelacht, sodass ich weinen musste und Tränen in den Augen hatte. Irgendwann tut es einfach nur noch weh und man will gar nicht mehr lachen. Das ist auch nicht schön. So, und das ist ein wunderschöner Schmetterling. Ohayo. De ii no kana? Oh nein, es ist nicht Navi. Es ist nicht Navi, die jetzt ankommt und die ganze Zeit sagt, hey, listen! Es ist ein wunderschöner Schmetterling und dabei belassen wir es jetzt erst einmal, denn wir sind auch ein wunderschöner Schmetterling. Amari muri shinai de. Jiishiki o tsunagi tomeru koto ni shuchuu shite. Ja, okay, wir sollen uns darauf konzentrieren, unsere Selbstwahrnehmung aufrechtzuerhalten.
Genau, wir können jetzt Self-Consciousness erstmal fragen. Was genau meint sie denn damit? Zishiki. Douyu koto ka. Wakaranai. Dattara. Anata wa. Ja. Wer sind wir? Ich finde übrigens diese Schwerter, die da überall im Hintergrund sind, voll krass. Das ist irgendwie voll die coole Dimension. So wie ich das verstanden habe, ist das hier sowas wie ein Fegefeuer. Quasi so diese Zwischenwelt zwischen Leben und Tod. Und sie weiß jetzt nicht mehr, wer sie ist, weil sie scheinbar gestorben ist. Und jetzt halt auch mit dieser Aussage, dass wenn du dich nicht darauf konzentrierst, dich zu erinnern, wer du bist, dann wirst du auch komplett verschwinden. Also das ist ja im Prinzip das, was ich halt auch glaube, was passiert nach dem Tod, dass man einfach weg ist. Aber hier schwebt man jetzt scheinbar noch als so eine Seele durch die Gegend. Und das Tutorial ist hier auch als so Fenster gemacht. Was nicht immer die schönste Art von Tutorial ist, aber hier ist es wenigstens schön einfach. Im Gegensatz zu anderen Spielen. Und keine Wall of Text und man kann es ziemlich leicht verstehen. Man kann jetzt nämlich einfach so sich bewegen und man ist arschlangsam als Schmetterling. Na, wer bist du denn? Okay, das klingt... Was das? Kann ich jetzt reden? Der hat so lange Pausen gemacht. Jedes Mal, wenn ich dann was reden wollte, hat der angefangen zu reden. Ich hatte es beim ersten Mal auf Englisch gehabt. Da hätte ich gewusst, wo der gerade ist vom Text her. Jedenfalls scheint der hier ja gerade mitten im Sterben zu liegen. Beziehungsweise sehr zu leiden bei seinem Tod. Und er möchte endlich... Er fühlt nichts mehr. Okay. Da verliert er wohl gerade so das Bewusstsein. Ja, erstmal schön Loli-Gestöhne ins Ohr. It's silently fluttering. Mir kommt so vor, als hätte sie gerade viel mehr gesagt, als da steht. Jedenfalls kriegen wir hier jetzt eine Erinnerung. Diese Bücher sind immer Erinnerungen von uns selbst. Ich finde hier den Style von diesen Erinnerungen irgendwie cool. Dieser Kritzel-Style. Und wer packt bitte Pilze in einen Beef Patty rein? Die haben dann drin nichts zu suchen. Also, wer ist Thelema? Müssen wir das im Hinterkopf behalten? Und scheinbar kocht unsere kleine Schwester für uns. Und wir haben ja eben schon den anderen Schmetterling gehabt, der Big Sis gesagt hat. Ja, du bist eine große Schwester und wir sehen schon, dieser andere Schmetterling, der verfolgt uns jetzt. Der kommt uns nach. I wonder where it came from. Ja, du solltest dich vielleicht eher fragen, wo du selbst herkommst. Krass.
die hat wohl ihre Eltern verloren. Tobuto ne, douro ga ne, sugoi speedo de ne, sematte kite ne. Kiga tsuitara? Also die klang gerade ziemlich... Nani wo? Die klang gerade ziemlich begeistert darüber. Das klingt so, als ob die von irgendwas runtergesprungen ist, weil sie sterben wollte. Sie war ziemlich begeistert darüber, dass sie sich dem Boden so schnell genähert hat. Sieht so das Jenseits aus? Mir fällt gerade auf, dieser Navi-Vergleich mit der Fee hätte ja eigentlich voll gut gepasst. Immerhin haben wir als Weiterzeichen einfach so umgedrehtes Triforce. Ja, 10. Klasse, das ist auch dann, wenn die Schule am schlimmsten ist. Jetzt mal ganz ehrlich, warum wundern sich die Leute noch, dass die Schüler die Schule schwänzen? Ohne Scheiß, man kommt da hin und da sind dann Lehrer, die keinen Bock auf ihren Job haben, denen wirklich überhaupt nichts daran gelegen ist, den Kindern irgendwas beizubringen. Die sitzen nämlich einfach nur da, weil sie Geld dafür kriegen. Und das ist alles. Aus keinem weiteren Grund. Und das merkt man denen auch größtenteils an. Ich hatte in der gesamten Schulzeit vielleicht... Also, 4. Klasse war noch okay, da war das noch was Neueres und da war das noch alles ein bisschen verspielt und so weiter. Und, aber so gerade diese Mittelstufe und so, das war alles... Da hatte man einfach keinen Bock hinzugehen, weil man hat nicht wirklich das Gefühl gehabt, dass man da hingeht und das was Gutes für einen ist. Man hatte das Gefühl, man geht da hin und wird da dann von Lehrern ertragen, die einen eigentlich als Last sehen, obwohl die einem eigentlich was beibringen sollen, weil das deren Job ist. Und ich hatte auch wirklich nie die Motivation, Hausaufgaben zu machen oder so, weil ich einfach nicht gesehen habe, was mir das bringt. Ja toll, dann sagt der Lehrer, ja, da gibt's heute mal kein Hausaufgaben vergessen, Strich. Aber mehr auch nicht. Das ist alles. Ich meine, man braucht sich nicht wundern, dass... es kommt ja immer dieses Argument, woanders können die gar nicht zur Schule gehen. Ja toll! Es ist zwar so, aber in dieser Schule, wie wir sie haben, lernt man auch nichts. Vor allem nicht so in der Mittelstufe. Das, was man da lernt, das lernt man eigentlich von irgendwo anders, aber nicht in der Schule. Hier, dass ich hier diesen Text lesen kann, dass das hier Englisch ist und sowas, das weiß ich, weil ich in meiner privaten Freizeit... Spiele auf Englisch gespielt habe, Filme, Serien auf Englisch geguckt habe und sowas. Das liegt nicht daran, dass mir das jemand in der Schule beigebracht hat. Weil in der Schule, der Unterricht, der war immer scheiße. Also ganz ehrlich, ich mochte das noch nie. Kein Wunder, dass man dann öfter mal krank ist, in Anführungszeichen. Na, kiiteru no ka, Hatada? Aber immerhin wissen wir jetzt schon mal, wir heißen Hatada. Hatada? Watashi no koto? Ja, das bist du. So, dann haben wir hier nochmal ein Feld voll mit Schmetterlingen. Shinitai. Shinitai, 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 shinitai. Shinitai, 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 shinitai. Mou manzoku. Da hatte wohl jemand sehr heftige Schmerzen während des Sterbens. Und er wollte einfach nur, dass es endlich vorbei ist, ne? Owarasetemo. Owarasetemo. Owari ga mienai. 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 Kurai. Koko. Also, wir merken schon, es ist hier alles nicht ganz so happy, ne?
Ich meine, das hätte man sich... It's pretty, but there's something sad about it too. Ich meine, das hätte man sich vielleicht bei dem Namen des Spiels Crystar denken können, weil es hier auch größtenteils um Tränen, Schmerz und Leid geht. Also hier wissen wir schon mal, da ist ein Affe gestorben. Ohne Scheiß, diese Line, die klang einfach im Englischen so viel besser und so weniger affenartig. Das klang in der englischen Version klang das, als ob da wirklich gerade jemand einen psychischen Kollaps hat und so richtig austickt. Aber das war ja gerade, das klang wirklich wie ein Affe. Der könnte sich bei Deadly Premonition als Eichhörnchen bewerben. Du warst glücklich. Sehr schön. Du warst also glücklich. Und hier ist eine weitere Erinnerung. Warum ist das so verzerrt? Weil mit wem redet sie da? Rei. Also, das ist wahrscheinlich der Vorname. Also redet, aber wer hat mit ihr geredet? In dem Fall. Rei. Ja. Rei ist dein Name. Hatada Rei. Und jetzt haben wir unseren menschlichen Körper zurück, weil wir uns erinnern können. So. Anata wa Hatada Rei. Mou nido to. Tja, scheinbar will dir Princess Butterfly diesen Wunsch nicht erfüllen. Und der andere Schmetterling folgt uns immer noch. Oh, wir können nicht mehr zurück. Da ist ein Tor, das habe ich noch nicht gesehen letztes Mal. Ohayo. Karten wo akete moraemasu ka ne? Das klingt, als war das so eine Oma im Altenheim oder sowas. Die nur noch im Bett lag und dann halt nur noch nichts weiteres tun konnte, als die Aussicht zu genießen. Das klingt leicht falsch, so wie es da steht. Also war das scheinbar die Mutter von irgendwem. Und das mit came und you grew so big war anders gemeint und nicht so, wie ich das erst interpretiert habe. Ja, dafür, dass du da gerade verblutest, wirkst du ziemlich gelassen. Sie vergessen sogar, warum sie diese Emotionen haben, die sie haben. もう十分すぎるくらい生きたから、残りの人生はお前が自分自身のために使いなさい。 Okay. あなた、ずっとついてきてますよね。
頼っても無駄ですよ。何が起こっているのか、わけがわからないんですから。頼りたいのは私の方です。これは夢？それならそうって言ってください。Was ich mich halt frage, ist, wir reden die ganze Zeit mit Schmetterling und wir haben auch mit diesem Schmetterling schon geredet. Warum macht dieser Schmetterling jetzt nur Gesten und redet nicht einfach mit uns? Ich bin nicht ein Schmerz, aber ich habe keine Kraft. Ich bin auch müde. Ich bin hier, bis ich aufwache. Ich bin mir nicht sicher, ob das irgendwas bewirkt, wenn du einfach nur hier bleibst. Aruke って言うんですか? Ja, was anderes macht doch keinen Sinn. あなたはどうして私に絡むの? 他の蝶とはぐれていいんですか? Du bist auch nicht bei den anderen Schmetterlingen geblieben, als du noch einer warst. じゃあ… お姉ちゃん… そう。お姉ちゃん。未来？未来？あなた、未来なの？私は未来。畑だ。未来。レイお姉ちゃんの妹。Und auch sie kriegt jetzt ihre menschliche Form zurück. Mirai! Du hast ja nicht mal die Kunde der Kolonie. Hakanai. Ich bin nicht da, dass ich nicht da bin. Ich bin nicht da. 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 そんな時、お姉ちゃんがいるような気がして、ついて行ったの。OK。やっぱりお姉ちゃんだった。大正解だね。よかった。Ach ja。一人ぼっちは怖いもん。Ich muss gerade ein bisschen lachen, weil das sind so diese typischen JRPG-Oldschool-Schrittgeräusche. Klock, 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 klock. Ach man, ey. Als ob man so laut ist, wenn man sich umdreht. Aber ich hab doch auch Angst. Ich bin auch Angst. Ich bin nicht so normal. Ich weiß nicht, wo ich hier bin. Ich würde ganz stark davon ausgehen, dass ihr euch gerade so im Raum zwischen Leben und Tod aufhaltet. Demo, zwei zusammen, dann wird es sicher so. Denn, O-Nee-chan ist ein Schickerimono, die Mutter ist zusammen. Ne? Ja, okay. Super reliable. Scheint ja sogar auch so, als ob die kleine Schwester eigentlich so die Rolle der großen Schwester übernommen hat, weil, wie wir ja aus den Erinnerungen und so erfahren haben, hat sie ja auch das Kochen übernommen und alles und ist scheinbar eigentlich sogar die, die mehr Verantwortung übernimmt von den beiden. O-Nee-chan, Onegai ga arun da kedo. Ja. Chiisai koro. 私が怖い夢を見て泣いてた時、優しく手を握ってくれたよね。あの時みたいにギュッてして。Ach, ist das süß. Ja, komm, hold hands. ありがとう、お姉ちゃん。大好き。Also dann. Da sind wir jetzt und können weiter fortfahren. Vielleicht.
嫌い嫌い大嫌い、こんな家、家族も、もっと重い。OK。なんて言っていいのか。出来の悪い夢みたい。Da war wohl jemand nicht so glücklich mit seiner Gesamtsituation und hat einfach mal alles angesteckt. Alles in Brand gesetzt. Warum? Das fragt sie sich jetzt. Ich meine, sie redet die ganze Zeit mit Schmetterlingen und bei dem Schmetterling hier jetzt ist sie verwundert, dass der redet. Sie war eben selber ein Schmetterling und hat geredet, aber bei dem Schmetterling jetzt auf einmal ist das komisch. Das kann ja nicht sein, dass der Schmetterling redet. Wie alle anderen Schmetterlinge eben auch. Genau, lass uns einfach weitergehen. Diese Partikel auch immer, die da hochsteigen. Ja, vor allem, warum sind da im, ich nenne es jetzt einfach mal Jenseits, überall diese Schwerter? Sind ja überall voll diese krassen Megaschwerter, die da rumfliegen. Mirai wa koko ni kuru mae no koto nani ka oboete nai? Ie de ryōri shite ta koto kana. Sumaho de resipi shirabe nagara aa demo nai kou demo nai tte. Honto, henshoku na ane o motsu to kurou suru yo. Shushoku ga imo tte dou nano? Mhm. Soko made hen ja nai to omou kedo. Also, wenn du wirklich nur Kartoffeln isst, dann bist du weird, ja. De, gohan ga dekita kara, heya de kikomotteru potato eater Rei-chan wo yobou to shita ra. Okashina yobina tsukenai de. Ato watashi wa betsu ni hikikomori de wa. Ki ga tsuita ra koko ni ita no. Nani ga atta no ka wa omoidasenai yo. Mhm. 私もそう。自分の部屋にいたことしか覚えてなくて。Also ist irgendwas passiert, als die beide da gerade in dem Raum waren. あと私は部屋の内装が気に入っているから比較的室内にいることを好むというだけで。Das kenne ich. Ich bin auch viel lieber in meinen eigenen vier Wänden als in der bösen, dunklen, kalten Welt da draußen.Da sind Menschen. Ii. それを引きこもりって言うんだよ、お姉ちゃん。そろそろ行こう。Menschen gucken einen blöd an und urteilen über einen. Sowas kann ich ja gar nicht gebrauchen. Ei. お姉ちゃん。もし何かあっても。その時は私の手を掴んで離さないでね。Aber ihr haltet doch jetzt gerade auch nicht eure Hände. Ich würde sagen, ich lasse nicht los, weil ich möchte nichts versprechen. Weil Versprechen zu halten, wenn Dinge passieren, auf die man keinen Einfluss hat, finde ich es immer so ein bisschen schwierig. Deswegen will ich lieber nichts versprechen. Und meist, wenn man irgendwas verspricht, dann geht's erst recht schief. Ne? Also ich sag mal lieber, I won't let go, statt dass ich das verspreche. Mirai mo, shikkari nigitte. Nani ga atte mo hanasanai kara. Na, das no matter what hätte ich jetzt nicht gesagt. Ich wäre wirklich eher der Typ, der sagt, ja, ich versuche es. Weil ich möchte nichts versprechen, was ich nicht halten kann. Ich mach nie feste Zusagen. Das versuche ich zumindest zu vermeiden, feste Zusagen zu machen. Ja. Ashaba!
Okay. Was? Ich weiß nicht, was es gesagt hat gerade. Und es hatte auch keinen Untertitel. Leider. Im Englischen hat es... In der englischen Version hatte es gesagt, Let's Play. Also lass uns spielen. Und das hier ist ein Let's Play, genau. Ich frag mich nur, woher das Viech das weiß. Mirai, hasitte! Warum macht das Viech das? Jetzt ist nur einfach mal so eine Frage. Warum springt es und bringt sich dabei einfach selber um? Das macht doch gar keinen Sinn. Ja, du musst dich auch ein bisschen nach vorne bewegen, so wird das nichts. Tja, und wie gewonnen, so zerronnen. Ich sag ja, versprich nichts. Genau deshalb. Ich finde das immer voll seltsam, wenn da Wah steht. Das klingt immer wie so ein kleines Baby, was gerade schreit oder sowas. Ich finde, in Textform kann man so Emotionen, also so emotionales Schreien oder Weinen oder was auch immer, überhaupt nicht richtig darstellen, ohne dass es absolut lächerlich wirkt. Ich hätte es an der Stelle einfach nicht hingeschrieben, wenn ich ehrlich bin, weil es wirkt jedes Mal, wenn ich das lese, bringt mich das komplett raus und es wirkt so seltsam. Und da fällt die Träne hinab. Also vergiss sie jetzt. Vergiss sie wieder, wer sie ist. Ne? Und wird dann wieder zum Schmetterling und verschwindet. Da ist wieder der Schmetterling.魂の隅々から自分が自分である証を書き集めて私はそうだ妹を見つけに行かないと見つけてもう一度手をつながないとそう確固たる自意識があれば 理念が活性化していれば、あなたの理念の具象たる守護者は、あなたの救済となる。 Okay. Was ist Idea? Das ist jetzt hier die Frage, die ich mir stelle. Weil auch in der englischen Version. Auch in der englischen Version hieß es nicht Idea, sondern Idea. Also scheint das irgendein Eigenname zu sein. Und das ist jetzt der Guardian, von dem eben gesprochen wurde. Ich bin Rei Hatada. Ich bin Rei Hatada, Rei. Imoto, Mirai wo, taskete!
主ハタダレイ。我は守護者ヘラクレイトス。汝の心を映す鏡なり。Okay. この力の一辺、祝福として受け取るがいい。Also unsere persönliche Schutzgottheit, wenn man so will. Ja, kann ich mich dagegen wehren, das Blessing zu bekommen? Wenn ja, warum sollte ich? Hui. Neues Battle Outfit. Du wunderst dich echt über das Schwert am meisten? Ich würde mir viel mehr, würde ich mich drüber wundern, dass dir Flügel aus dem Arsch wachsen. Ja, scheinbar schon, ne? Und da haben wir schon einen Gegner. So. Wer ist das denn jetzt schon wieder? Sieht irgendwie aus wie sie selbst, aber mit schwarzen Flügeln, ne? Ja. Ich frag mich doch, wer das ist. Hat sie sich irgendwie zwei gespalten oder sowas? Gibt es von ihr noch eine zweite? So, Battle brauche ich jetzt nicht vorlesen, weil das habe ich schon. Wir können jedenfalls hier mit Viereck machen wir halt einen normalen leichten Angriff. Mit Dreieck können wir schwere Angriffe machen und wir können auch Kombinationen machen. Wir können auch Springen und Luftangriffe machen. Das schmettert die Gegner immer schön auf den Boden und wenn wir den Stick länger gedrückt halten beim Gehen, dann fangen wir irgendwann an zu rennen. 2 Sekunden müssen wir, glaube ich, mindestens dafür gehen. Ja, HP und Skillpunkte und sowas werden uns da gezeigt und dass man hier die Map mit dieser Taste aufrufen kann. Das Ding ist aber, ich weiß noch nicht, was mir Skillpunkte überhaupt bringen. So. Im Moment ist das Ganze noch ziemlich einfach, das mit dem Kämpfen. Macht im Moment noch gar keine Probleme. So, das scheint das Portal zur nächsten Ebene zu sein. Und da kommt die Träne wieder hoch. Wie es aussieht. Mieteyo, Mephis-chan. Boku, ii mono hirotchatta. Ich finde, die Musik hat irgendwie was. Sowas, Weirdes halt, dass da was Seltsames vorgeht. Ich mag den Stil von der Musik. Aber wer ist das? Also, sie heißt Phyllis, das wissen wir jetzt. Aber wer sie ist, wissen wir immer noch nicht. Und wer Mephis ist, auch nicht. Baka da na, Mephis-chan wa. Atama ni neji nante tsuiteru wake nai yo. Beziehungsweise, welche Rolle die beiden spielen. Onushi wa itsumo shiyawase sou ja na. Sore de, nani o mitsuketa? Jaaaan! Shinsen na idea no kesshou da yo! Toretate hoya hoya hoya! Also ein Idea-Crystal scheint eine Träne zu sein. Oder Tränen an sich. Also jetzt ist hier auch, wir sind gerade scheinbar in der obersten Ebene des Fegefeuers. Jetzt ist es auch bestätigt. Ging's da jetzt um, da geht's jetzt wahrscheinlich um die uns hinterhergeguckt hat, ne? So, ja, na.
天国でも悪名高い勇気の姫がこんな場所で何をしておるのか興味はあるの。 The Revenant Princess 僕たちも行こうよ。キラッキラの宝物もっと見つかるかも。このイデアを生み落とした人間も見つけ出さねばならんの。でもでも、新しいおもちゃが手に入るかもしれないよ。僕は好きで好きで好きすぎて、もうどうにかなりそう。さ、はしたないの。わしも嫌いではないかな。Okay. 大切なイデアを一かけらとはいえ失ったんじゃ。さあ。Ich habe keine Ahnung, wovon die da die ganze Zeit geredet haben. Scheinbar sind Tränen unglaublich wertvoll und die müssen jetzt diejenige finden, die die Tränen verloren hat. Also in dem Fall Lei. Und das sind echt die fettesten Hosen, die ich je gesehen habe. Also entweder hat die einen sehr fetten Arsch. Oder es sind wirklich einfach so richtig aufgeplusterte Hoden. Hosen. Oh Mann. Ich wollte Hosen sagen, wirklich. Das war nicht, ne? Das war keine Absicht. Check. Move to next floor, ja. Was bleibt uns denn anderes übrig? So, im Zimmer sind wir scheinbar. Ja, aber scheinbar ist sie da ja nicht mal alleine in ihrem Zimmer drin. Sondern mit so einem fetten Eisbärhund. Ist das jetzt das Letzte, woran sie sich noch erinnern kann? Sie zockt auf jeden Fall an ihrem Handy. Das ist echt voll der Eisbär. Das ist echt voll der Eisbär, der da liegt. Gohan mottekita yo. Shinsaku daiseikou dakara, sameru mae ni tabenai to issho koukai suru yo. Nani? Und dann Was? Dann gab es ein Erdbeben und alles ist schwarz geworden. Okay. Und wer ist das jetzt schon wieder? Ich bin so verwirrt. Ist das der Schmetterling von ganz am Anfang? War das ein Sensenmann, wenn man das so nennen kann? So, und das Spiel arbeitet mit Autosave. Ja, und es hat jetzt gerade gespeichert. Ne? Kuroi Doresu no. Oder war das die Princess, von der die vorhin gesprochen haben? Wieso? Was hat sie denn genau gemacht? Sie ist ja nur zu dir gekommen, nachdem schon was passiert ist, scheinbar. Mai. Okay, wir machen hier dann an dieser Stelle beim nächsten Mal weiter bei Let's Play Crystar. Bis dann, Leute. Ciao. Tschüss.